Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Forza Horizon 5, der Hot Wheels Expansion auf der Xbox Series X. Ja, schön, dass du bzw. ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe und wünsche euch natürlich dahingehend wie immer viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung. Ja, und wie ihr seht, bin ich jetzt gerade auf dem Weg, hier durch diesen Vulkan hier durchzufahren. Boah, es spuckt sogar Lava hier aus dem Meer. Das klingt auch nebenbei so geil. Ja, ich mache mich gerade auf den Weg zum nächsten Rennen. Wir haben ja noch zwei Rennen offen, die wir abschließen müssen. Beide sind ja zum Glück auf einer Hot Wheels Strecke. Das heißt, wir müssen da quasi uns keine Gedanken drum machen, hier jetzt Offroad unterwegs sein zu müssen. Ja, dahingehend können wir auch dann natürlich wieder mit den Fahrzeugen variieren. Und ja, wie schon in der letzten Folge dann auch erwähnt, werde ich dann diesen Odyssey bzw. das Extreme E Fahrzeug dann auch wirklich nur dann einsetzen, wenn es wirklich ans Offroad geht. Ja, und für die höheren Klassen müssen wir uns dann irgendwie Gedanken machen, weil da habe ich überhaupt noch keine Ahnung, in welche Richtung das Ganze dann sich hin und her bewegen soll. So, ob so oder so, wir kommen jetzt auch mal langsam wieder voran, ne? Und wir wollen ja auch irgendwo ein bisschen Fortschritt erzielen. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu stark gebremst, aber wir kommen nicht wieder hoch. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? So, lass mich mal kurz hier rein. Dankeschön. So. Ich lasse euch einfach mal so ein bisschen auf euch wirken, ne? Ich meine, das ist echt schon geil gemacht, diese Welt, ne? Wirklich. Ich kann es nur immer wieder betonen, wie krass dieses Achterbahn-Feeling einfach aufkommt. Ja, am liebsten würde ich da jetzt wirklich so bei diesen Strecken auch wirklich meine Hände einfach hochheben und einfach drauf losschreien, weil es einfach so krass in die Höhen geht. Wobei ich aber ehrlicherweise auch sagen muss, dass ich so im Real Life wirklich nicht so gerne Loopings fahre oder Schrauben. Also jetzt auf Achterbahn bezogen, ne? So, Ice Looping. Gucken wir mal. 6,7 Kilometer diesmal lang. Dieser Gefahrensprint mit einer Eisstrecke und technisch anspruchsvollen Ecken sind am besten mit Vorsicht zu genießen. Ja, da kennen wir uns auch sehr, sehr gut damit aus. So, wir haben ja ein bisschen Auswahl jetzt. Wir könnten tatsächlich jetzt den Bone Shaker nehmen oder den Twin Mill. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen einfach den Bone Shaker, weil ich denke mal, der wird sich auf der Eisfläche noch ein bisschen besser performen als den Twin Mill. Den Derower habe ich jetzt leider vergessen wieder zurückzubauen, aber der wird, denke ich, nochmal seine Einsatzzwecke bekommen. Von daher fahren wir mal mit dem Bone Shaker. Ja. Wenn man von Teufel spricht, der DRS ist ja auch am Start. So, dann gucken wir mal. So Winterreifen wäre jetzt, glaube ich, ganz gut, ne? Oh, extrem wie die Driver-Tare da vor einem starten. Also das ist wirklich übel. Aber das bestätigt auch, wie gesagt, so ein bisschen tatsächlich meine Vermutung, was ich da gegenüber habe. Dass sie halt einfach ein bisschen. Oh, ho, ho, okay. Ui, ui, ui. Alles klar. Das wird lustig mit dem Bone Shaker. Aber ich glaube, die Driver-Tare haben da auch ihre Probleme. Ey, wie, es ist doch auf einmal so krass rutschig hier, ne? Selbst sogar auf diesen Plastikstrecken. Ist ja mega rutschig. Okay. Also der vor uns fährt gegen die Wandung. Das ist schon mal ganz gut. Ja, der Bone Shaker in Horizon 4. Und war auch in Horizon 3 drin gewesen, auch im Rahmen der Hot Wheels Expansion damals erstmalig ins Spiel gekommen.
Ja, und besonders in Horizon 4 hat er sich den Titel erarbeitet, das overpoweredste Fahrzeug in Competitive Online Racing zu werden. Ja, dahingehend musste dieses Fahrzeug da auch extrem genervt werden, was man da auch im Nachhinein dann auch getan hat. Ich will mir jetzt auch nicht ernsthaft sagen, dass der Ford F100 hier irgendwie um die vorderen Plätze mitspielt. Was soll das? So. Ja, und in Horizon 5, glaube ich, ist er immer noch extrem stark, aber nicht mehr so stark, wie es damals zu Horizon 4 Zeiten der Fall war. Boah, ihr spürt da auch, ne? Diesen eisigen Atem. Boah, es kommt wirklich halt dieses Feeling auf, als würde man wirklich eine Klippe oder einen Berg steigen, ne? Das ist schon wirklich auch atmosphärisch einfach mal wirklich ein schöner Detailgrad. Jo. Aber mit dem Bone-Shaker abgeschlossen. Aber der ließ sich auch super angenehm fahren. Also im Verhältnis zu manchen anderen Fahrzeugen, die wir bisher ausprobiert haben in der Hot Wheels Expansion, ließ er sich echt gut fahren. Auf der Eisfläche, gut, war natürlich der erste Abschnitt so ein bisschen überraschend gewesen. Aber danach ging das voll, also von daher macht einen super Job. Coole Sache. Ich würde mir schon echt gerne wünschen, dass wir mal vielleicht mal ein paar Hot Rod Fahrzeuge noch ins Spiel bekommen würden. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So, eine Strecke fehlt uns noch. Und zwar die Geschwindigkeitsrundstrecke Wasserrutsche. So, auf die Nebenmissionen achte ich jetzt nicht so sehr. Relevant sind für uns eigentlich Geschwindigkeitsrennen, mein Favorit. Rennmaschinen und präzises Handling. Wie mein Asphaltrennprogramm, nur größer und oranger. Oranger? Ah. Aber cool, dass wir uns dann den Twin Mill aufgehoben haben, weil der ist ja wie gemacht für dieses Rennen. So, zwei Runden. Boah, eine Nacht. In der Nacht sieht diese Welt einfach auch mit am besten aus, muss man sagen. Fahre ein Rennen an den Riesenbäumen und dem Wasserfall vorbei, aber behalte auf der Wasserrutschenstrecke die hellen Nerven. Alles klar, also kann es uns einfach mal komplett weghauen. Ja, dann würde ich mal sagen, schnappen wir den Twin Mill. Hat ja auch eine 8,6 Geschwindigkeitswertung, also von daher, ja, können wir damit gut Topspeed aufbauen. Dürfte normalerweise kein Problem sein. Ja, hatte gejinxt und kriegt dann gleich wieder aufs Maul. Das sehe ich doch schon gleich wieder kommen. Hast du ein Handtuch dabei? In dem Rennen gibt es viele Wasserstrecken. Viel Wasser, noch mehr Tempo und ungeheuer viel Spaß. Okay, bin ich mal gleich mal gespannt, wie ich das Thumbnail mache. Boah, dieser Drache, ne? So, und natürlich werden wir am Start jetzt richtig verkackt. Aber wieso starte ich denn immer als Letzter? Das verstehe ich nicht. Wow, 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 wow. Junge, hat der Twin Mill aber mal extrem viel Wheelspin. Meine Güte. Der braucht erstmal irgendwie so einen halben Kilometer, bis er da mal vernünftig Grip bekommt. Krass. So, das ist eine Geschwindigkeitsstrecke. So. Oh, ich habe schon gleich eine Idee, wo ich das Thumbnail mache. Okay, setze auch zum Überholen an. Okay, der Twin Mill hat einfach viel zu viel Leistung. Ey, das fassen die Reifen ganz und gar nicht. Ey, ich traue mich echt gar nicht, irgendwie die Gänge irgendwie runterzuschalten, weil ich dann so die Gefahr an diesem Fahrzeug verspüre, dass er sofort wieder seinen Grip verliert, was er sich gerade eben aufgebaut hat. Und dieser Grip ist nicht hoch. Also ganz und gar nicht. Gefühlt gar nicht vorhanden. Also so wie er da auch slidet. Uiuiui.
So. Was ist so cool einfach auf diesen Wasserpisten? Macht schon echt Laune hier zu fahren. Oh, okay. Also man merkt einfach, der Twinmill mag das gar nicht. Dabei ist es ein Hot Wheels Fahrzeug, also eigentlich muss er für diese Strecken wie gemacht sein. Aber nö. Hatte keinen Bock drauf. Verstehe ich auch irgendwo. Ja, auch schon so ein bisschen angefressen. So. Das macht schon echt Laune, ne? Ja, aber man merkt schon, dass es wirklich eine... Ja, Geschwindigkeitsstrecke. Ja, wenn man das so nennen mag. Ne? Also ich finde das halt so irgendwo ein bisschen schade, dass man da halt immer mal ab und an abgebremst wird. Boah, ey, also Lenkverhalten von diesem Fahrzeug ist auch echt übel schlecht. Also mit dem Diora wäre ich, glaube ich, viel, viel besser dran. Aber wie gesagt, Topspeed kannst du richten. So. Okay, eine Runde geht knapp 3 Minuten. Das ist heftig. Okay, das hebt uns jetzt ab. Also ich sag euch, ne, also S1 und S2 und X-Klasse wird ja ziemlich lustig hier. Hat aber auch schon echt mit der A-Klasse unfassbar viel Spaß jetzt durchzujagen. Auch wenn ich hier gefühlt irgendwie jeden Wand mitnehme. Ja, das liegt aber auch daran, weil ich da überhaupt nicht zum Bremsen komme. Das ist einfach heftig. Ich meine so, Geschwindigkeit, Beschleunigung, ja. Grip und Handling. Ja. Boah. Okay, ich muss mal das Thumbnail machen. Das sieht ja... Boah. Das sieht hammergeil aus. So mit dem Wasserfall, ne? Okay. Hab ich gemacht. So. Und wieder Wand geküsst, sehr schön. Ich könnte auch irgendwann mal einen neuen Rekord aufstellen hier für die meisten Wandberührungen im gesamten Spiel. Da wäre ich, glaube ich, sicherlich vorne hier mit dabei. So, jetzt geht es aber darum, sich jetzt mal die vorderen Plätze mal zu sichern. Ey, wie er auch keinen Grip aufbaut, ne? Du bist nur am Rutschen. Ja, und das, meine lieben Leute, macht ja schon den größten Unterschied aus, wenn man Vollaufbauten macht. Nicht nur auf Leistung zu gehen, sondern auch vielleicht mal auf Handling und auf Performance. Weil das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man es nicht angehen sollte. Ey, es ist so geil, hier einfach zu rutschen. Macht einfach echt unnormal Laune. Der Zwillingsblock macht einfach das, was es soll. Und wie gesagt, macht unfassbar Spaß zu fahren. Schöne, feine Sache. Okay, ich würde mal sagen, Cockpit-Ansicht ist eher nicht so sehr geeignet. Ah, wobei, komm, können wir mal ein bisschen fahren.
Das sieht schon... Warte mal, ist dieser Tacho wirklich an deinem Motorblock? Ja, ich weiß, da ist ein Driver-Teil hinter mir. Ich glaube, ich sollte das mal lassen. Nein, du fährst hier jetzt nicht dran vorbei. Insbesondere bist du ja auch kein richtiges Hot Wheels-Fahrzeug. Was soll das? Achso, was ich vielleicht nochmal auch mit auf den Weg geben kann, ne? Im Rahmen der Expansion, oder besser gesagt im Rahmen dieses Updates, sind die roten oder die rot gestreiften Reifen halt von Hot Wheels mit ins Spiel dazugekommen. Ich möchte nur einmal ganz kurz klarstellen, dass diese Reifen genauso gut sind wie die Semi-Slicks, ja? Also erwartet jetzt nicht, dass dadurch, dass die rot bebändert sind, dass sie halt automatisch viel besser sind oder euch irgendwie mehr Grip verleihen. Nein, das ist dem nicht so. Das ist einfach nur rein optischer Natur. Ja, also, aber ganz schön knapp, ne? Obwohl ich aber mit Abstand die schnellste Runde gedreht habe. Ja, man merkt einfach, das Fahrzeug ist, schwierig zu handeln. Ach, Quanaut ist auch ein Name, ne? So. Ja, wir haben sogar ein bisschen Zeit. Oh, 60.000 Credits alleine nur für diese für dieses Rennen. Not bad. So. Genau, dann können wir ja uns den Rennanzug von Hot Wheels sichern. In Rot. Nehmen wir gerne. So, Stunt-Profi. Verdiene mindestens 1 Stern bei allen 5 für den Pro-Rang freigeschalteten PR-Stunts der A-Klasse. Okay, können wir das irgendwie verbinden? Weil es halt natürlich die Frage, ob es vielleicht auch Herausforderungen gibt, die spezifisch darauf ausgelegt sind. Dass man vielleicht in einem bestimmten PR-Stunts vielleicht mehr als nur 1 Stern schaffen muss. Aber ich glaube, das sieht nicht unbedingt so aus. Jo, okay, können wir so machen. So, mindestens 1 Stern. Ja gut, das ist eigentlich machbar, ne? Also ich ziehe vielleicht aber darauf, da mal 3 Sterne anzugehen. Es gibt auch sogar eine Driftzone und Co. Alles klar. Dann nehmen wir mal... Ja, komm. Nehmen wir mal das, was sich bei uns in der Nähe befindet. Ja, genau. Wir nehmen einfach das mal, was sich bei uns in der Nähe befindet. Okay, das ist ein bisschen näher. Ja, dann fangen wir mal mit der Driftzone an. Ich glaube, wird auch ziemlich lustig werden, ne? Insbesondere mit einem Fahrzeug, was 0,0 Grip hat. Vorteil dieser Driftzone... ist halt einfach, meistens hast du ja diese Streckenränder und die können dich davon ein bisschen abfangen. Und dann kannst du ja die Driftaufgabe ja weiter fortsetzen, ne? Also wenn man, normalerweise, wenn man ja weit von der Strecke wegkommt, dann gilt diese Driftzone in der Regel auch als fehlgeschlagen. Ne? Und dadurch, dass wir jetzt meistens diese Streckenränder haben, können wir jetzt nicht runterfallen oder so. Das sollte man vielleicht sich auch zum Vorteil nutzen. Ja, wow, Hilfe? Okay, dass wir mit einem Boost hier starten, hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Ja, natürlich. Natürlich. So. Ja, ich glaube, 3 Sterne wird's nicht. Da müssen wir vielleicht mal mit einem Fahrzeug rangehen, was ein bisschen kontrollierter ist als dieser Twin Bill. Meine Güte! So, vom Reifprofi sehe ich aber auch, dass er ja auch nicht mal mit Straßenreifen unterwegs ist. WTF? Das ist doch ein bisschen Strecke, ne? Ich meine, natürlich ist das so ein bisschen dreckig, so zu driften, aber... Ich meine, wenn uns das Spiel diese Möglichkeit gibt, dann... Hey, nutzen wir sie doch einfach. Jetzt müssen wir, glaube ich, schon sogar 3 Sterne haben. Ja, da hat uns dieser Boost jetzt nicht davon abgehalten, hier immer 3 Sterne zu schaffen, ne? Puh, Kinderspiel. So. Ist dieser Strecken, ne? Okay, ist der jetzt... Ne, das ist ja B. Das ist A. Da müssen wir
62 erreichen. Das schaffen wir, glaube ich, mit dem Fahrzeug nicht, oder? Okay, ich habe mich vielleicht geirrt. Doch, könnten wir vielleicht schaffen. Ja, wie machen wir denn jetzt weiter am besten? So, dass wir da nicht möglichst viel Strecke zurücklegen müssen. Komm. Ja, müssen wir auch so weit fahren. Das ist doch doof. Hier hätten wir Gefahr. Ja gut, das ist ja sowieso weiter weg. Ja komm, würde ich mal sagen, nehmen wir mal die Blitzerzone hier mit. Aber starten wir tatsächlich aus der Position vielleicht. Damit wir ja jetzt nicht irgendwie jetzt einmal drumherum fahren müssen. So, ich habe ja jetzt nicht geguckt, wie viel wir erreichen müssen für 3 Sterne. 233,4. 225,3 für 2 Sterne. Ist auch schon eine Ansage, oder? Aber ich glaube, die PR-Stunts sind jetzt wahrscheinlich nicht so schwer ausgelegt. Das waren ja die in den letzten Expansions auch nicht so der Fall gewesen. Ich denke mal, dass diese PR-Stunts eigentlich so ziemlich gut machbar sind. Ja, wenn die Dravatare einem nicht im Weg stehen. So. Es geht aber mal richtig los hier. Boah, ey. Wenn es dazu kommt, ne, dass die Kurve steiler wird, dann hat dieses Fahrzeug einfach mal wieder keinen Grip mehr. Das ist so heftig, ey. Das kannst du dir echt nicht ausmalen. Du hast dein Ziel erreicht. Aber sowas von easy, die 3 Sterne geknackt. Boah. Okay, Hot Wheels so definiert. Ey, dieser Rauchschwaden. Das sagt schon alles. So. Ja, wollen wir mal gucken. Da sind ja diese Luftverwirbelungsgeschichten. Diese, ja, ja, quasi diese Ventilatoren, die dafür sorgen, dass der Luftwiderstand reduziert wird. Ja, da könnten wir vielleicht unter dem Umwegen dann die 3 Sterne erreichen. Damit 500 dann einfach durchbeschleunigen. Das hätte doch mal was. So, jetzt müssen wir genau abbiegen. Ich finde dieses Geräusch von dieser Magnetfeld irgendwie so interessant. So, jetzt sind wir... Wie schnell konnten wir denn jetzt bitte auf 300... Okay, ich hinterfrag das einfach mal nicht. So, jetzt... Okay, wir beschleunigen leider jetzt nicht mehr auf 500, aber egal, das reicht uns ja trotzdem. Und jetzt bremsen, 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 bremsen. Junge! Der kann das einfach nicht. Okay, wie lang war der Bremsweg seitdem? Nur so mal aus Interesse. Bei nächster Gelegenheit wenden. Also ich möchte mal kurz sagen, ne? Wir haben knapp 500 Meter Bremsweg gehabt bei diesem Fahrzeug. Es spricht schon irgendwo für die Bremsqualität, ne? Also die ist ja unterirdisch. So, da... Diese Strecken sind auch echt irgendwie wild, ne? Okay, 335 Meter müssen wir springen. Denke ich mal auch in Anbetracht dessen ganz machbar. Na komm, da fahren wir jetzt aber mal wieder hin. Also durch die PR-Stunts kommen wir aber ganz gut durch diesmal. Ich finde es aber krass, wie diese Rückleuchte auch extrem reflektieren. Was mich auch so ein bisschen wundert, wenn wir da schon mal so ein bisschen dabei sind, das Wetter hier ist irgendwie echt außerordentlich schön. Also kaum Regen. Meistens ist da die Sonne, die darauf scheint. So absolut wenige Wolken. Und unter dem Wolkenmeer sind da oben noch mehr Wolken. Also das ist auch irgendwie total witzig. So, damit können wir jetzt eigentlich uns theoretisch sehr viel Anlauf nehmen.
Bei 335 Meter ist ja schon eine ordentliche Sprungdistanz, würde ich schon fast sagen. Oh, ach so, rechts abbiegen. Ups. Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Oh oh. Ja, wow. Also das habe ich jetzt ja gar nicht kommen sehen. Okay, ich sag's mal so, also selbst wo uns das Spiel hier die Markierung vorgegeben hat, ab wann wir bremsen müssen, bremst das Ding immer noch weiter. Der Canyon sieht aber ganz cool aus, auf jeden Fall. Auch insbesondere mit diesen Häusern, die da an den Steinwänden hier angebaut sind, was eigentlich prinzipiell überhaupt keinen Sinn ergibt, aber vielleicht gibt es da irgendwo so ein Tunnelsystem. Ne, hätte ja auch irgendwo was Einzigartiges. Ne? So ähnlich wie in Guanajuato. Rechts abbiegen. Ah ja, was ist das für eine dumme Strecke? So, ich werde mal ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Weil, wie gesagt, 335 Meter ist ja eigentlich auch gar nicht mal so wenig. Hey, hast dich verfahren? Warum stehst du? Jo. Driver Task absolut Brainmaster. Vielleicht sollen wir ihm mal helfen, oder? Na? Komm, helfen wir dir mal ein bisschen auf die Sprünge, oder? Fahr mal! Ja. Ich glaube, der ist wirklich komplett Brain AFK. Und normalerweise hätte ich den eigentlich jetzt nicht so krass wegschleudern können. Sag mal, du stehst hier auch einfach rum. Was ist denn los mit euch? Habt ihr ja irgendwie keinen Bock mehr auf euer Leben oder was? So, aus dem Weg. Jetzt muss er hier... Der Twinmill ran. Nebenbei auch ein Fahrzeug, was im Zuge des Horizon 3 Hot Wheels Expansion reingekommen ist als DLC. Und wieso habe ich eigentlich die Kurve überhaupt nicht bekommen? So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Vollgas. Du hast dein Ziel erreicht. Oh yeah. Hilfe. Das sollte reichen. Oh, Glück gehabt. Hätten wir uns jetzt überschlagen, dann wäre dieser PR-Stunt fehlgeschlagen. Aber nettes Detail, was auch einem aufgefallen ist, und zwar, wenn man hier diese Tankballons hier zerstört, dann schließen sie ihre Augen. Das ist auch lustig. Oh, auch ein nettes Detail. Ja, muss man sagen, also die Expansion ist hier sehr, sehr gut mit Details bespückt. Das ist auf jeden Fall absolut okay, so. So, Ice Crash, 396 Meter sogar. Boah. Das ist meine Kampfansage. So. 7 Kilometer Strecke. Ja, komm, fahren wir da nochmal hin. Eigentlich müssen wir jetzt erstmal wieder hochkommen, aber das funktioniert nicht. Alles klar, okay, wir porten uns einfach mal hin. So. Ich denke, auch hier müssen wir mal gut Anlauf nehmen. Starten wir einfach mal von hier aus. Machen uns das ja jetzt nicht unnötig zu kompliziert. Jetzt kann ich sagen, Grip ist da. Aber fährt sich immer noch slidey ist. Die. Ja! Bei nächster Gelegenheit wende. Ich komme zu euch mal zurück hier. Ah, nee. Okay, ich dachte schon mal, wir würden in Richtung Hauptwelt fahren. Okay, das haben wir auch mal erlebt. Super. So, jetzt einmal hier abbiegen. Schön, dass diese Strecken auch irgendwo abgesperrt sind, ne? Und hopp! Okay, 400 Meter ist eine ziemlich krasse Aufgabe, aber
Ach komm, das überspringen wir mal sowas von easy. Hier 540 Meter. Krass. Hä? Also wenn das kein Skill war, dann weiß ich auch nicht. Starke Sache. So, damit hätten wir auch diese Herausforderung beendet. Sehr schön. Gibt es noch den Rennhelm dazu. Und jetzt hätten wir die nächste Aufgabe. Und zwar, ja, verdiene 10 Driftfähigkeiten in 30 Sekunden mit dem 2000er Hot Wheels Diora 2. So, dafür müsste ich tatsächlich jetzt aber den Diora einmal umbauen. Das werde ich dann offscreen machen, weil die Folge neigt sich jetzt aber auch dem Ende zu. Und ich finde auch tatsächlich, wir haben eigentlich recht gut was geschafft. Ne? Also die ganzen PR-Stunts absolviert. Die letzten zwei Rennen haben wir soweit abgeschlossen. Also von daher, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Wo ist denn noch ein Geschenk? Hä? Hier oder was? Nee, doch, da! Ah, gibt noch ein Shirt. Alles klar. Sehr schön. So. Aber damit würde ich sagen, beende ich einfach mal die heutige Ausgabe. Wenn euch diese Folge gefallen haben sollte zu der Hot Wheels Expansion Forza Horizon 5 oder 5, dann lasst dem Ganzen noch gerne eine Bewertung auf dieses Video da in Form eines Daumen nach oben oder eines netten Kommentars eurerseits oder auch konstruktive Kritik ist hier sehr gerne angesehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Ausgabe der Hot Wheels Expansion wieder. Okay. Das ist ja mal sehr interessant hier. Hot Wheels Stuff. Okay, sehr nice. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video zu Forza Horizon 5 Hot Wheels Expansion oder vielleicht zu einem anderen Let's Play oder vielleicht auch zu einem anderen Video. Und dahingehend würde ich dann sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein.